Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Mr. Fandaria mit unserem Elementarschamanen Sindol. Beim letzten Mal waren wir gerade dabei. Ja, jetzt ist sie weg. So ein Mädel von dem Vogelbau da hinten hier zur Falkenwacht zu eskortieren, das habe ich jetzt mal offscreen gemacht. Das Blöde war, bei dieser Eskortierungsquest sind Gegnergruppen gespawnt. Und das waren solche Vögel und die haben lustigerweise auch diese Quest-Items gedroppt, namentlich Rolle der Haleshi. Das heißt, das eine, was ich mit euch eigentlich im Video sammeln wollte, ist bei denen schon gedroppt. Dafür schon sorry, aber es ist ja, glaube ich, nicht so wild. Wir werden ohnehin nochmal dahinter gehen, wir brauchen ja noch das Kaliri-Weibchen. Von dem her, ja, habt ihr nicht unbedingt was verpasst. Wir werden definitiv noch einige von den Vogelviechern töten müssen. Also es hätte sich so auch nichts geändert. Also solche Viecher sind gespawnt beim Eskortieren. Einmal eine Zweiergruppe hier vorne, dann nochmal eine hier hinten war das, glaube ich. Genau, dann habe ich hier auf dem Weg noch zwei Eber getötet. Das war es dann auch schon. Ja. Also nicht allzu spannend, aber die haben halt, wie gesagt, diese Quest-Items gedroppt. Was ein bisschen schade war, aber okay. So, den Kampf will ich jetzt eigentlich nicht. Die Frage ist, ja, die greifen uns jetzt alle an, das ist ein bisschen doof, aber unterbrechen wir den mal. Wir holen uns hier gleich das Nest. Soweit ich weiß, spawnen die Viecher nämlich aus dem Nest raus. Das heißt, wenn wir so ein Viech fangen wollen, müssen wir Glück haben. Oh, wir sind betäubt, okay. Was um? Okay, das hätte ich mir vielleicht denken können. Scheiße. Die kommen jetzt wahrscheinlich runter und pullen auch nochmal alles, was sie hier finden, auf dem Weg. Das Blöde ist, wir sind jetzt noch im Kampf. Wir werden wahrscheinlich, ja, nicht fliegen können. Da kommt noch ein Sturzflieger. Das ist doch jetzt nervig. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal 2 Minuten nicht fliegen können. Na, doch nicht, okay. Eieieiei. Ach so, die wurden resettet, okay. Sollte ich mich vielleicht mal so Richtung Wand stellen? Weil nochmal will ich mich da eigentlich nicht runterkicken lassen. Das war ziemlich ungünstig. So, alles klar. Komm schon, Mädel. Ja, Kaliri Weibchen. Fangen wir die mal. Yes, da haben wir die Kleine. Sehr schön, dann haben wir die Quest tatsächlich auch erledigt. Haben wir hier unten noch was? Eskortiert haben wir, jetzt müssen wir nur noch einmal hier hinten hin. Ich denke, mit den ganzen Quests und den Abgaben sollten wir dann tatsächlich auch endlich Stufe 62 werden. Wälder von Terroka, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wie prophezeit, Samstag sollte es dann tatsächlich soweit sein, also morgen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wie gesagt, habe ich auch länger nicht mehr dort gequestet. Ganz abgesehen von meiner ewig langen WoW-Pause, die ich vor den Let's Plays gemacht habe. So, holen wir uns das Teil noch. Vielleicht müssen wir die Quest hier hinten gar nicht mal mehr machen. Die man dort annehmen kann. Wir können uns ja zumindest mal durchlesen, worum es da geht. Und dann spontan entscheiden. So, fliegen wir mal ganz flott hier hin. Das waren 3 Viecher. Also 3 Kerle, bei denen wir die Quest annehmen können. Wir schauen uns die jetzt einfach mal bei einem an. Ich denke, das ist immer die gleiche Quest. Sucht Naladu. Tatsächlich. Naladu. Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung für das Lumpenpack verloren. Ich bin einer der 4 Ältesten, die diesen Stamm leiteten, bevor wir von den Illidari versklavt wurden. Ich dachte, dass die anderen tot seien, aber dann habe ich erfahren, dass zumindest 2 weitere noch am Leben sind. Leben groß, angekettet und machtlos, so wie ich. Ich habe Naladu noch nicht finden können und befürchte das Schlimmste. Oben in den Ruinen gibt es noch mehr Hütten. Vielleicht könntet ihr dort nach ihm suchen. Es wäre ein großes Glück für unseren Stamm, wenn alle Ältesten am Leben wären. Das Glück sei mit euch. Alles klar. Ich weiß auch, wo der ist. Der ist nämlich hier hinten. Mal gucken, was der noch für eine Quest für uns hat. Soweit ich weiß, müssen wir Azed, den Erbarmungslosen, da töten. Aber ja, mal gucken. Das sind, glaube ich, noch 2 Quests dazwischen. Was wollt ihr, Fremder? Ihr seid gekommen, um meinem Stamm zu helfen, Ork. Wie ungewöhnlich. Es gibt nicht viele, die sich um das Schicksal der Zerschlagenen in diesem Land scheren. Ein Verräter unter uns. Wo immer ihr einen Stamm von versklavten Zerschlagenen seht, könnt ihr auch einen Verräter finden. Ein verachtungswürdiges Wesen, das seine Brüder für das Versprechen von Macht verkauft hat.
Oben an der Treppe in der Mitte der Ruinen könnt ihr eine Hütte finden. Das ist die Hütte des Verräters. Er ist im Augenblick nicht dort, ihr könnt euch also hineinschleichen, wenn ihr Geduld habt. Innen findet ihr einen Kasten mit einem Schlüssel darin. Dieser Schlüssel passt zu den Ketten, die die Ältesten des Lumpenpacks gefangen halten. Bringt ihn mir. Seid jedoch vorsichtig, Azit, der Erbarmungslose, treibt sich in der Nähe herum. Ihr werdet zurückkommen. Alles klar. Die Hütte ist auch gleich hier um die Ecke. Einmal auf der anderen Seite vom Hügel. Wenn Azit jetzt nicht da ist, können wir da direkt rein. Ja, Azit läuft nach vorne, sehr gut. Dann holen wir uns hier ganz schnell den Schlüssel aus der Kiste. Ja, dann machen wir die Quests eigentlich auch ganz flott. Jetzt sollten wir irgendeinen Stab bekommen, um ihn zu schwächen, und dann können wir den auch schon töten. Also das ist wirklich flott gemacht. Vielleicht können wir uns in der Folge schon aufmachen in die Wälder von Terrocor. Habt ihr den Schlüssel schon, Syndol? Ja, bitteschön, hier. Ich danke euch, Syndol. Dank eurer Hilfe wird mein Volk bald frei sein. So, die Ältesten des Lumpenpacks. Der Geist des Lumpenpacks ist gebrochen, weil sich unsere Ältesten in Gefangenschaft befinden. Nehmt diesen Schlüssel und befreit sie. Es sind Morod, der Windtreiber, Akoru, der Feuerrufer und Aylan, der Wasserrufer. Sobald sie frei sind, werden die Geister zum Stamm des Lumpenpacks zurückkehren. Tschüss. Alles klar, das machen wir ganz, ganz flott. Und dann holen wir uns hier noch die letzte dämonische Essenz. Das können wir eigentlich auch direkt jetzt machen. Wobei, unten müssen wir wahrscheinlich eh ein paar von denen bekämpfen. Von dem her können wir das auch unten machen. Das ist kein Problem. Ihn hier zum Beispiel. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Einfach flott töten. Die droppen die nämlich. So, Geschichte. Und dämonische Essenz 5-5. Sehr gut. Dann helfen wir dem mal. Nicht auf. Ihr seid frei, Ältester. Sehr gut. Und was noch? Die anderen zwei, die sind auf der anderen Seite. So, einer ist hier in der Hütte und einer ist, glaube ich, in der Hütte, oder? Oder in der Hütte? Ja, tatsächlich, hier vorne ist einer. Was? Ihr seid frei, Ältester. Sehr gut. Und der letzte ist hier vorne. Hallo, Fremder. Und ihr seid frei, Ältester. Sehr gut. Müssen wir die jetzt wieder bei Naladu abgeben? Ich denke mal schon. Eieiei, das sind so viele Quests. Das sind so unglaublich viele Quests. Wir werden wahrscheinlich so 62,3 werden. Wenn wir die alle abgegeben haben. Ich denke auch, die restliche Folge wird draufgehen zum Abgeben. Wir werden überleben. Sagt mir, Syndol, sind die Ältesten des Lumpenpacks schon frei? Ja, sind sie. Ich kann es fühlen, Syndol. Die Geister kehren zu uns zurück. Azits Untergang. Ja, die Elementargeister sind zu uns gekehrt. Wir sind nicht mehr so stark wie einst, aber auch geringe Magie kann in den richtigen Händen weit reichen. Azit wurde von seinem dunklen Herrn große Macht verliehen. Nehmt diesen Stab, er war einst ein großartiges Symbol unseres Volkes. Setzt ihn gegen Azit ein und seine Macht wird für kurze Zeit verschwinden. Besiegt ihn dann, damit mein Volk endlich frei sein kann. Bis dann. Alles klar, das machen wir. Ich bin nämlich gerade auch noch beim Überlegen. Tatsächlich, das trifft sich perfekt. Ich würde sagen, dass wir bis 65 in den Wäldern von Terrocor questen. Wir waren ja mit Merrily in den Zangamarschen und in Nagrand, beziehungsweise so Höllenfeuerhalbinsel, Zangamarschen, Nagrand, dass wir jetzt mit Syndol in die Wälder von Terrocor gehen und dann nach Sheergrad bis 68. Das passt sich optimal. Dann sind das wieder Questgebiete, die wir noch nicht gesehen haben. Würde sich auf jeden Fall gut treffen. Und mit Sinhunter, weiß ich nicht, da suchen wir uns dann auch irgendwas aus. Je nachdem, wie wir halt Bock haben. So, da vorne ist schon Azit. Benutzen wir mal den Stab. Das ist einmal er hier. Dadurch geht sein Elite-Status weg. Der hat irgendwie nur noch 6000 Leben oder so. Also das ist lächerlich. Den machen wir hier mit links kaputt. Bäm! Aus die Maus. Wunderbar. Ich denke, das müssen wir auch wieder bei Naladu abgeben. Ja, das sieht ganz danach aus. Und danach werden wir alle restlichen Quests abgeben. Und ich denke, dann sind auch schon die 15, 16 Minuten voll. Nicht vergessen. Licht. Ist es vollbracht, Syndol? Ist Azit tot? Ja, bitteschön, hier hast du deinen Stab wieder. Es ist wahr, Syndol. Ich war einst Naladu, der Bewahrer der Erde. Ich war es, der die anderen Mitglieder des Lumpenpacks für leere Versprechungen von Macht verkauft hat. Ihr könnt mich nun verachten, wenn ihr wollt. Wichtig ist, dass mein Stamm nun wieder frei ist und die Geister zu uns zurückgekehrt sind. Ich werde mich dem Rest des Stammes nicht anschließen, aber nun kann ich in Frieden sterben. Mögen die Geister der Erde unter meinen Brüdern einen neuen Diener finden. Alles klar, 92%, das ist der Wahnsinn. Also wir werden definitiv ein gutes Stück von Level 62 auch schaffen mit den ganzen Questabgaben. Die hier geben wir auch noch ab, die in den Zangamarschen. Ach, da haben wir gar keine, okay. Also die Quests, die wir hier bekommen, werde ich nicht mehr machen, definitiv nicht.
Weil wir haben jetzt mehr als genug gequestet auf der Höllenfeuerhalbinsel. Schauen wir uns das mal flott an. Ja, hier gibt es viel zu viele Quests, das muss gar nicht sein. Seid gegrüßt. Oh gut, ihr müsst die Hilfe sein, die ich vor Wochen von der Falkenwacht angefordert habe. Nun, jetzt seid ihr hier und es gibt viel zu tun. Ich habe genau das Richtige für euch für den Anfang. Ja, ich muss aber leider weg, meine Liebe. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. So, eieiei, das ist so ein Haufen. Wie viele Quests sind denn das? 2, 4, 6, 7 Quests. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist viel zu viel. Aber gut, soll uns nicht stören. Die Erfahrungspunkte brauchen wir. Ob wir jetzt noch einen Teil hier auf der Höllenfeuerhalbinsel bekommen oder nicht, ist im Prinzip auch egal, weil die Level 90 müssen wir eh erreichen. Von dem her, Erfahrungspunkte müssen her. Wo wir die herbekommen, ist eigentlich egal. Muss man uns nochmal überlegen, wo wir anfangen. Ja, fangen wir hier in der Hütte an, denke ich. Was benötigt ihr? Habt ihr die Proben bekommen? Ja, bitteschön, 5 dämonische Essenz. Ihr wart mir eine große Hilfe, Syndol. Nun wollen wir sehen, was wir von unserem blauen Feind lernen können. Freund, Entschuldigung. Stärke, Ausdauer, Ausdauer, Intelligenz, Willenskraft. Ja, ich denke mal, das nehmen wir, oder? Nimmt uns ein bisschen Crit. Gefährliches... Ach nee, wir können tatsächlich auch das gefährliche Maschinenteil ersetzen. Dadurch verlieren wir gar nichts. Sondern kriegen nur dazu. Das ist natürlich sehr cool. Lass das mal aufmachen hier. Gefährliches Maschinenteil. Das ist das hier, gell? Genau. Ja, bereitet ihr irgendwas vor? Soll uns nicht interessieren. Was ist euer Begehr? Ihr seid zurückgekehrt, Syndol. Habt ihr den Aberwitz der Drenei ein Ende gesetzt? Ja, bitteschön. Hier hast du deinen Signalstein wieder. Das wird diese heiligen Fanatiker lernen, sich um ihren eigenen Kram zu kümmern. Alles klar. Ausdauer und Int. Das sieht gut aus. Ein Umhang, der natürlich auch hübsch ist, aber uns Crit wegnehmen würde. Und einen Ring mit Beweglichkeit. Okay, nehmen wir mal die Halskette. Können wir auch direkt ausrüsten. So, dann schauen wir mal. Und tatsächlich, wir haben gleich ein Level Up. Achso, da können wir noch was abgeben, okay. Habt ihr die Schriftrollen, Syndol? Ja, bitteschön, alle 4. Gut gemacht, Syndol. Die Geheimnisse der Scherbenwelt werden sich nicht lange vor uns verstecken können. Es ist unser Schicksal, die Meister dieser Welt zu werden. Alles klar. Und Level 62. Yes, baby. Irgendeinen neuen Skill bekommen? Nee, sieht nicht so aus. Neue Instanz, Mana-Gruft. Schade. Schade. Ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn wir neue Skills bekommen. Wann gibt es denn den nächsten neuen Skill? Das würde mich jetzt mal interessieren. 63, Totem der Energiespeicherung, okay. Beschwört ein Lufttotem mit 5 Gesundheit zu Füßen des Zaubernden, das elektrische Energie aus der umgebenden Luft sammelt und dann nach 5 Sekunden explodiert, um alle Gegner innerhalb von 8 Metern 5 Sekunden lang zu betäuben, okay. Das heißt, das können wir irgendwo zwischen Gegner stellen scheinbar und nach 5 Sekunden explodiert das und stunt die, oder? Tatsächlich, 5 Sekunden lang. Okay. Kann man vielleicht in irgendwelche Gruppen reinschmeißen? Wir werden siegen. Ihr seid zurück. Habt ihr mir ein Kaliri-Weibchen mitgebracht? Ja, bitteschön, hier hast du's. Ihr habt es geschafft, ihr habt ein junges Weibchen gefangen. Sie ist wundervoll. Vielen, vielen Dank, Syndol. Bitteschön. So, jetzt dürfen die sich da drin paaren. Das schauen wir uns natürlich nicht an, das ist ja ein jugendfreies Let's Play. Ist das oben? Das müssen wir tatsächlich oben abgeben, oder? Ja. Anaria Schola. Die große Kluft. Gute Arbeit, Syndol. Das sollte die Felsklauen lehren, sich von uns fernzuhalten. Das nehmen wir nicht an. Und gesucht Schwarzkralle die Wilde. Gibt es Neuigkeiten über Schwarzkralle? Ja, sie ist tot. Hier hast du seine Kralle als Beweis. Ihr seid ein tapferer Schamane, Syndol. Diese Bestie hat viele meiner besten Jäger das Leben gekostet. Nehmt die Belohnung. Ihr habt sie euch redlich verdient. Alles klar, was gibt's denn? Stoff und Kette mit Ausdauer, Int und Crit. Das ist sehr, sehr geil. Rüsten wir auch direkt aus. Das hier war's, gell? Genau. Die Quests nehmen wir nicht an und da unten können wir noch eine abgeben. Die zweite war ja irgendwie irgendeine andere, die wir da nicht gesehen haben, die Questgeber. Die werden wir dann auch direkt abbrechen. Der Weg zur Falkenwacht. Talaeris ruft einige der Blutelfen aus dem Außenposten herbei. Schafft sie herein und versorgt ihre Wunden. Talaeris wendet sich wieder euch zu. Sie kann sich glücklich schätzen, dass ihr sie noch rechtzeitig gefunden habt, Schamane. Viel länger hätte sie dort draußen alleine nicht überlebt. Okay, das brechen wir ab. Sich erholende Pilgerin, Galressa, die hatten wir abgeholt, gell? Das glaube ich nämlich. So, jetzt lass mal gucken. Magistrix Carinda, Aurelions Geheimnis. Okay, das brechen wir ab. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So, ansonsten... Die Quest brauchen wir eigentlich auch nicht, Höllenfeuerbollwerk. Da habe ich ja auch schon die Instanzenfolgen dazu. Was ist das? Findet Master, okay.
In Orgrima. Gut, das werde ich dann offscreen machen. Im Prinzip haben wir das Fliegen ja eh schon gelernt, von dem her soll uns das gerade nicht wirklich interessieren. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob es nicht irgendeine Quest gibt, die uns tatsächlich in die Wälder von Terroka schickt. Da werde ich mich auf jeden Fall mal offscreen erkundigen und ja, in der nächsten Folge, morgen geht es auf jeden Fall in den Wäldern von Terroka weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.